Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald 70 am Start. So, ich hoffe, wir kriegen das jetzt nochmal ordentlich hin. Wie gesagt, ich klicke die Gespräche jetzt durch, weil da, das haben wir nun alles schon Inquisitor, gehört. was für eine Freude. Ich war. Ihr seid schwer einzuschätzen. Ich Schon wusste wieder? nicht, ob ihr. Ich fürchte. Ja, wirklich. Korypheus möchte, dass die Kaiserin heute Nacht stirbt. Mimi, 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 mimi. Wozu? Wir werden euren Das ist jetzt nutzlosen zwar Erbauer stürzen. unhöflich, aber wir haben das ja Ihr vor ein seid. paar Minuten. Ich gebe zu, ich werde Gesparts dummes Gesicht geben. Was? Und wenn er dann zum Gott aufgestiegen ist. Okay. Ich. Armer Ver. Und ich fürchte, niemand würde. Ich muss euch nur lachen. Ja. Ein Jammer. Tötet ihn. Und Sie ist tschüss. ein würdiges Geschenk für den Meister. Los geht's. Stopp. Gut. Du, Varric, du bist unsichtbar. Du kannst hier die Scharfschützen da. Okay. Und du kannst auch die Scharfschützen eröffnen, wir das mal damit. So, okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Dorian, steh auf. Kümmern wir uns mal hier erstmal um die. Hey, diese Pisschenen. So, schütze ich mal den da. Varric, du nimmst Heiltrank. Eric. So, du machst hier diese Action. Ja, Dorian muss jetzt ein bisschen warten. Denn wir haben noch ein paar Runden mit dem Nichts vor uns. Wenn wir erstmal den Dämon hier niedermachen. Komm schon. Cassandra, machst du? So. Okay, du kriegst auch einen Heiltrank. Okay, ich plündere mal hier. Ja. So, jetzt haben wir hier unsere Lieblingsspezialisten. Verdammt mich! Auf was prügel ich hier eigentlich ein? Eric ist tot. Okay. Cassandra. Hoppa. Du auch hier ein? Ja, mach das. Und hier. So. Wo bist du? Du bist. Ich habe auch nichts, was ich machen kann hier, oder? Du Arschnase, da hinten eierst du auch noch rum. So, der ist hinüber. Dann ist bloß noch der Dämon hier. Ne, irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil wir sind ja nun gerade gestorben. Und ihr habt gesehen, dann ist ja wirklich das ganze Spiel zu Ende. Wenn man sie so blöd anstellt. So. Zap, zap. Hätten wir das. Ah, das war jetzt. Hey, Andrastes Titten, was sollte das? Was, Andraste hatte Waren denn? das Dämonen? Es kommen doch nicht noch mehr verfluchte Dämonen, oder? Das waren tatsächlich Dämonen. Gut beobachtet. Das waren tatsächlich Dämonen. Beim Erbauer! Dämonen? Wie zum Teufel kommen Dämonen in den verfluchten Winterpalast?
Ich wusste, Gespard ist ein scheiß Kerl, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich wegen der paar Kröten diesen Monstern zum Fraß vorwirft. Gaspar? Herzog Gaspard hat euch hierher gelockt. Eigentlich seine Schwester, aber es war sicher seine Idee. Sie hat nur einen Haufen Unsinn geredet. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich bin sicher, dass Gaspard dahinter steckt. Du klingst fereldisch. Ihr habt einen fereldischen Akzent. Ich dachte, ihr wärt einer von Gaspards Söldnern. Ich bin in Denerim geboren und aufgewachsen. Wie es aussieht, hätte ich dort besser bleiben sollen. Der Herzog wollte heute Abend zum Palast marschieren. Allerdings hatte er dazu nicht genug Chevaliers. Also hat er mich und meine Männer angeheuert. Den dreifachen Sold hat er uns versprochen, damit wir nach Orlais kommen. Dieser stinkende Käsefresser. Tja, arbeitet doch für mich. Wollt ihr eine neue Anstellung, die auch noch besser bezahlt ist? Die Inquisition hat immer Verwendung für eine fähige Söldnertruppe. Ihr heuert mich an? Da bin ich dabei. Alles ist besser als dieser Schwachsinn. Hast du eine Ahnung, wie es bei mir abgeht? Oder in der Kirche singen soll. Euer Wunsch ist mir Befehl. Gut. Eieieiei. Was geht hier ab, du? So, wo ist der Ausgang? Jetzt geht das wieder los. Emissär haben wir noch gewonnen. Jetzt geht's los. Jetzt verlaufe ich mich nämlich komplett. Upp! Was? Zerab, 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 zerab. Ich sehe überhaupt nichts, ne? Ich weiß jetzt nur, dass ich mich hier immer verlaufe. Ich habe null Orientierung, ne? Ich weiß noch, wo ich nach München gezogen bin, Anfang der 90er. Ja, ich war auf dem Marienplatz und mich hast du dreimal im Kreis gedreht und ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin. Ja, es ist also, das hat sich auch nie geändert mit dieser Orientierung. Und das ist hier in diesem Palast, ist das echt eine Katastrophe. So. Hier haben wir noch was zum Plündern. Weil ich einfach nicht weiß, wo der Ausgang ist. Ich meine, wir haben 100 Ansehen. Wir können jetzt hier ein bisschen blöd rumtun, weil ich zu unfähig bin. Ne, da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Puh, das war ja eine Action hier, echt. So. Kehren mit den Informationen. Jetzt geht's wieder runter? Das kann doch nicht richtig sein, oder? Guckt euch das doch mal an. Was denn jetzt? Ich sag doch, ich kenne mich nicht aus. Also selbst wenn wir jetzt noch ein Geheimnis finden, wir können Liliana auch keine Geheimnisse jetzt mehr geben. Das ist also völlig... Dorian, das kannst du nicht den ganzen Tag machen. Lass meinen Schatz hier in Ruhe hier. Ihr Arschnasen. Wenn der tot ist. Ich sag's euch. Super. Steh auf, mein Freund. Achso, er hat keinen Mana. Deswegen kann er das Schwert nicht mehr nutzen hier. Cassandra, würdest du bitte diesen Idioten umbringen? Assassinenwaffe. Ihr Idioten. So. Hier lang? Hier lang? Wo ist der Ausgang? Großer Saal. Hier. Dann würde ich mal sagen, lasst uns tanzen. Auf geht's. Verlassen wir diesen Palast. Was trägt Lady Pentagast denn da?
Dem Erbauer sei Dank, ihr seid zurück. Die Kaiserin hält gleich ihre Rede. Was sollen wir machen? Ich spreche mit Florian, nehmt die Herzogin fest, wartet, bis Florian Kaiserin sterben lassen. Wir decken die Verbrechen der Herzogin öffentlich auf, damit nicht noch mehr Blut vergossen wird. Silenz Leben retten, dann mit der Herzogin befassen. Wartet hier, Cullen. Ich werde mich kurz mit der Großherzogin unterhalten. Was? Dafür haben wir keine Zeit. Die Kaiserin wird jeden Moment ihre Rede halten. Das ist doch aber jetzt der schönste Moment, Leute. Wir sind dem Hof noch etwas schuldig. Inquisitor? Alle sehen uns zu, meine Liebe. Die Augen aller Adligen des Reichs sind auf uns gerichtet, euer Gnaden. Vergesst nicht zu lächeln. Das ist euer Ball. Sie sollen doch nicht denken, ihr habt die Kontrolle verloren. Wem würde es nicht gefallen, mit euch zu tanzen, Inquisitor? Wartet, sagtet ihr nicht, dass ihr mich nur lange genug vom Ballsaal fernhalten müsst, um zuzuschlagen? Als es euren Bogenschützen im Garten nicht gelang, mich zu töten, fürchtete ich schon, ihr tanzt nicht mit mir. Wie schnell man seine Manieren vergisst. Ihr habt eurem Bruder den Mord an einen Gesandten des Rates in die Schuhe geschoben. Euer Plan war ehrgeizig. Selene, Gaspard, der gesamte Rat der Herolde, alle eure Feinde unter einem Dach. Das ist ja alles recht unterhaltsam. Aber denkt ihr, diese abstruse Geschichte glaubt jemand? Das wird ein Richter entscheiden, werte Base. Gaspard, das kannst du doch nicht glauben. Du weißt, ich würde nie... Naja. Gaspard? Übergibt die Herzogin den Wachen. Sie selbst töten. Nein, nein, wir bringen sie weg. Gibt bessere Verwendung für die, ich sag's euch. Ihr habt längst verloren, euer Gnaden. Ihr seid nur die Letzte, die es bemerkt. Ja, wein ein bisschen. Euer Majestät, ich denke, wir sollten uns unterhalten. Unter vier Augen, nicht hier. So, na hoffentlich mache ich es jetzt richtig. Oh Gott, ich bin so schlecht in Politik, oder? Vor den Augen des Adels die Kaiserin töten, Gaspard. Wer ist denn hier die Meisterspionin? Wenn jemand diesen Affront kommen sah, dann ihr. Ihr bestreitet nicht, dass ihr daran beteiligt wart. Natürlich bestreite ich. Ich konnte nicht speichern, ich Idiot. Ich wusste nichts von Verdammt. Ihr jedoch, ihr wusstet über alles Bescheid und habt doch nichts unternommen. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Die hat hübsche dass Augen, ihr mich für allwissend haltet oder wie erfolglos ihr bestimmt eine hübsche Elfin, wenn sie nicht diese komische Maske auf hätte. Schluss jetzt! Wir dürfen nicht streiten, während Tevinter Intrigen gegen unser Land spinnt. Um des Reichs willen. Ich will antworten! Also, der Kaiserin Beweise für Gaspards Wir machen, Briella hat uns geholfen. Ohne Briellas Hilfe hätte ich Florian nicht rechtzeitig gefasst. Ihr habt zusammengearbeitet? Natürlich. Wir haben Gaspards Befehle, er tötet einen Gesandten. Wir machen Gaspards Befehle? Wir haben den schriftlichen Befehl an euren General, heimlich Truppen in den Palast zu schleusen. Die Soldaten dienten meinem Schutz. Ich hatte mit einem Vertrauensbruch gerechnet. Nur nicht durch meine Schwester. Redet nur weiter, Gaspard. Vielleicht glaubt euch ja irgendwann jemand. Söldner? Sein eigener Söldnerhauptmann wird bestätigen, dass Gaspard gedungene Schläger für einen Angriff in den Palast eingeschleust hat. Söldner? So viel zu eurer Chevaliersehre, Vetter. Soll ich fortfahren? Wir haben alle genug gehört, um den Großherzog zu verurteilen. Danke, Inquisitor. Damit besteht an eurem Verrat kein Zweifel mehr, Gaspard. Nein. Tja, tut mir leid, mein Freund. Sieht nicht so aus. Briella hat all das für euch in Erfahrung gebracht, Selene. Angesichts der überwältigenden Beweislast bleibt uns keine andere Wahl, als euch zum Feind des Reiches zu erklären. Hiermit verurteilen wir euch zum Tode. Gaspard wird hingerichtet. Also verschonen lassen wir ihn nicht, weil danach putscht er dann wahrscheinlich. Das machen wir nicht.
Was ist mit Briella? Gaspard wird hingerichtet, zwischen Selene und Briella wird eine Aussöhnung angestrebt. Das wollen wir erreichen, denn wenn die Kaiserin mit der Elfin ein Verhältnis haben kann, dann kann auch der Inquisitor mit Dorian offensichtlich ein Verhältnis haben. Ne? Wohlweislich gemerkt. Wir machen das nur zu unserem Vorteil jetzt. Also, was ist mit ihrer Belohnung? Ich denke, Botschafterin Briella verdient ist dagegen. Für die Aufdeckung dieser Intrige eine Belohnung. Ich kann kaum glauben, dass ihr das alles für mich getan habt. Selene. Hoffentlich hat's geklappt. Danke, Inquisitor, für alles, was ihr heute Abend getan habt. Ich verdanke euch mein Leben und Orlé seine Zukunft. Das hat jetzt, glaube ich, nicht geklappt. Verdammt mich! Oder? Ihr habt so viel getan. Ah doch, es hat geklappt. Für mein Volk und für uns. Das werden wir nicht vergessen. Ich habe gern geholfen. Es war mir ein Vergnügen. Ihr verdient es, glücklich zu sein. Das sind wir in der Tat. Gut. Kommt, begleitet uns, Inquisitor. Wir müssen dem Adel die guten Nachrichten überbringen. Ach, bin ich doch zufrieden. Lords und Ladies des Hofes, heute Nacht werden wir feiern. Jene, die unser Reich durch Verrat vergiften wollten, wurden zur Rechenschaft gezogen. Für Orlé beginnt eine neue Zeit. Wir werden eine Welt erschaffen, in der alle Männer und Frauen in Harmonie zusammenleben. Und heute legen wir dafür den Grundstein. Hiermit stelle ich euch das neueste Mitglied meines Hofstaates vor. Marquis Briella aus den Dales. Dies ist nicht nur ein Sieg in Halam Shiral. Und es ist auch kein Sieg für das Reich. Oder die Elfen allein. Dies ist ein Triumph für uns alle. Vor mehr als 1000 Jahren zwangen Elfen und Menschen das Reich auf den valerianischen Feldern mit vereinten Kräften in die Knie. Wir können heute so viel mehr tun. Wir sind mächtiger, als unsere Vorfahren je zu träumen gewagt hätten. Gemeinsam werden wir unsere Welt vor einem Feind bewahren, der uns die göttliche Nahm und den Himmel in Stücke riss. Wir müssen zusammenarbeiten, der wahre Brief. Das ist ein, ja. Dieser Abend zeigt, was man durch Zusammenarbeit bewirken kann. Wir sind diesen Spionen aus Tevinter schon auf der Spur. Bald können sie sich nirgends mehr verstecken. Aber das kann bis morgen warten. Heute Nacht feiern wir unsere neu gefundene Verbundenheit. Mögen die Feierlichkeiten beginnen. Na, das ist doch ein gutes Ergebnis gewesen. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Oh Gott, Sine wieder. Der orlesianische Adel bejubelt trunken vor Freude und Punsch euren Sieg. Und ihr seid nicht da, um euch feiern zu lassen? Ermüden euch ihre Glückwünsche wirklich so schnell, Inquisitor? Das erscheint mir recht unstet nach allem, was ihr für sie getan habt. Ach, der Punsch war alle. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich wäre ja geblieben, aber der Punsch war alle. Skandalös. Wirklich? Dann bin ich ja gespannt, ob ihr diese Neuigkeit ebenso schlecht aufnehmt. Auf kaiserlichen Erlass bin ich die offizielle Kontaktperson der Inquisition. Selene möchte euch die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen. Mich. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wollt uns, euch uns anschließen? Ich wusste gar nicht, dass ihr euch der Inquisition anschließen wollt. Ich wurde dazu berufen. Meine persönlichen Interessen spielten dabei keine Rolle. Ja, ja. Selene weiß, dass ihr einem Feind mit enormen magischen Fähigkeiten gegenübersteht. Und das ist weit wichtiger als ihre eigene Neugier. Ihr werdet mein Wissen brauchen, um gegen seine Magie zu bestehen. Abgesehen davon ist Corypheus eine Gefahr für Orlé und für mich. Insofern habe ich nichts gegen meine Berufung einzuwenden. Ach, du tust doch nie was eigennützig. Welche Fähigkeiten? Außerdem bin ich auch Magier. Ich verfüge über ein Wissen, von dem die meisten Magier nur träumen können. Ah ja. Ich denke, das gilt auch für Corypheus. Es kann also nicht schaden, es eurem Arkanen-Arsenal einzuverleiben, oder? Außerdem wird sich der Riss am Himmel durch Wissen allein wohl nicht schließen. Bist du eine Blutmagierin? Wissen, von dem die meisten Magier nur träumen können? Meint ihr damit Blutmagie? Ich kenne viele geheime, vergessene und verbotene Künste. Einige davon könnte man als Blutmagie bezeichnen, ja. Mhm. Sollte euch dieser Gedanke beunruhigen, kann ich euch eines versichern. Wissen allein schadet nicht.
Ich überlasse es euch, meine nicht unbedeutenden Fähigkeiten zu nutzen oder zu ignorieren. Na gut, willkommen. Weil es bringt ja sowieso nichts los, es werden wir sie nicht, also sagen wir mal willkommen. Willkommen bei der Inquisition, Morrigan. Die Freude ist ganz meinerseits. Wir sehen uns dann auf der Himmelsfeste. Mhm. Bitte im normalen Outfit, nicht mit diesem komischen Kleid. Eine steinalte Witwe hat nach euch gesucht. Sie meinte, sie habe 12 Töchter. Ich sagte ihr, ihr wärt schon weg. Ihr könnt mir später danken. Oder jetzt. Aber ihr seht nachdenklich aus. Habt ihr etwas auf dem Herzen? Uns stehen Probleme bevor. Es war ein langer Abend. Alles bestens. Heute ist wenigstens einmal alles nach Plan verlaufen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, das war doch mal eine nette, wenn auch schockierende Abwechslung. Ihr solltet feiern. Amüsiert euch, solange es noch geht. Mhm. Ihr müsst dringend auf andere Gedanken kommen. Und ich weiß genau das Richtige. Aber nicht mit 10 Seidentüchern da. Ich hab's nicht vergessen. Gerne. Ich hatte gehofft, dass ihr fragt. Ein Glück, dass wenigstens einer von uns Initiative zeigt. Du! Na gut, wie dem auch sei, wir haben den Winterpalast abgeschlossen, Leute. Ich sag's euch, es ist so ungefähr der katastrophalste Abschnitt für mich. Und sind wir jetzt gleich wieder in der Himmelsfeste, oder was ist los? Puh, das ist ja dieses ganze höfische Gezänke und Gemache, Intrigen, Scheiß und Gelump, ist mir wirklich zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wieder habe ich nicht alle Geheimnisse gefunden, Caprice-Münzen auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wo man da noch gucken soll. Also 28 Geheimnisse ist nicht schlecht. Sind nicht 30, aber ist nicht schlecht, ne? Kann man schon, also Liliana kann damit schon was anfangen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, Gott, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Mit einmal sterben, gleich das ganze Spiel war zu Ende, weil Corypheus gewonnen hätte, verdammt ich nochmal. Aber ich musste so lachen beim letzten Part, ich konnte gar nicht anders. Es war einfach zu amüsant, ne, wie ich da grottenschlecht gestorben. Aber man sollte nicht vergessen, ich spiele auf Albtraum, auch wenn wir 5 Level drüber waren. Irgendwas stimmt hier nicht. Schwarz ist eine schöne Farbe, das wisst ihr ja, ich mag schwarz, aber das hier ist irgendwie zu schwarz. Lade, lade, lade. Aha. Oh Gott, was ist jetzt los? Die Angelegenheit ist dringlich, Lady Josephine. Was denn? Dessen bin ich mir bewusst, ehrwürdige Mutter. Hä? Sie müssen so schnell es geht zurück nach Val Royaux. Sie feiern dort Zeremonien, Weihen. Der Erbauer steht uns bei. Worum das geht's? Das ist im Moment leider unmöglich. Ich werde mich der Sache aber sobald es geht annehmen. Lord Inquisitor? Bitte, können wir uns kurz unterhalten? Naja, jetzt, wir sind höflich zu der Kirchentante. Was kann ich für euch tun, ehrwürdige Mutter? Nun, da die politischen Unruhen hinter uns liegen, kreisen unsere Gedanken nur noch um eine Frage. Wer wird die nächste Göttliche? Was haben wir damit Allerdings zu tun? Allerdings können wir sie ohne die linke und die rechte Hand der göttlichen Justinia der Fünften nicht beantworten. Okay. Es ist, wie ich bereits sagte, ehrwürdige Mutter. Lady Liliana und Sucherin Cassandra können im Augenblick nicht von ihren Pflichten entbunden werden. Aber angesichts der Unterstützung durch das Reich wird der Verlust zweier Seelen der Inquisition doch gewiss nicht schaden. Warum braucht ihr sie? Warum braucht ihr Liliana und Cassandra? Sie waren die engsten Vertrauten ihrer Heiligkeit. Sie symbolisieren ihr Erbe, ihre Hoffnung auf Frieden in Thedas. Sie könnten die obersten Klerikerinnen auf sich einschwören, wie keine andere Kandidatin der Geistlichkeit. Was, sie sind Kandidatin? Moment. Liliana und Cassandra sind Kandidatinnen für die Wahl der Göttlichen? Wie ist das möglich? Noch sind sie es nicht, aber sie könnten es werden. Dafür müssen wir sorgen. Es gibt Beispiele. Andere Zeiten, in denen sich Klerikerinnen nicht einigen konnten und eine Nachfolgerin außerhalb der Geistlichkeit gewählt wurde. Lady Liliana und Sucherin Cassandra waren Justinias engste Freundinnen und Beraterinnen. Die verstorbene Göttliche ist noch immer hoch angesehen. Ihr zu Ehren könnten die obersten Klerikerinnen eine von ihnen als Nachfolgerin unterstützen. Und wie lange wären sie weg? Wie lange braucht die Kirche die beiden? Wenigstens einige Monate. Bist du bekloppt? Sollte eine von ihnen zur Göttlichen gekrönt werden, würde sie nicht mehr zur Inquisition zurückkehren.
Das müssen die beiden selber entscheiden. Diese Entscheidung müssen Liliana und Cassandra selbst treffen. Und das werden sie auch. Irgendwann. Der Inquisitor ist gerade erst zurückgekehrt und muss sich wichtigen Angelegenheiten widmen. Ja? Muss ich das? Bitte entschuldigt uns jetzt, ehrwürdige Mutter. Warum? Was muss ich denn machen, Josephine? Ich bin gerade zurückgekommen. Ich muss mich ausruhen jetzt, Josephine. Lasst sie euren Sieg in Halam Shiral nicht schmälern. Wir haben seine Wächter geschlagen und seinen Intrigen ein Ende gemacht. Bald kann sich Korypheus nirgends mehr verstecken. Cullen hofft, dass wir unseren Vorteil nutzen können. Wir planen unseren nächsten Angriff, sobald ihr bereit seid. Vergiss es, jetzt kommen erstmal Nebenquests und wir haben noch eine Welt zu entdecken und wir haben noch 6 Drachen zu töten. Macht mich jetzt nicht irre hier. Ja, wir haben das dann erstmal geschafft. Wir stellen uns mal hier oben hin und gucken ganz gepflegt auf unsere Festung. Gott, was für eine Action, oder? Erhalten. Komische Masken. Ja, die sollen mal ihre Masken selber aufsetzen, ne? Clan erhalten Gesellschaftskleidung. Inquisitionsboni haben wir auch bekommen. Na, wie dem auch sei. Danke, dass ihr mit mir die Strecke mitgemacht habt mit diesem Winterpalast. Das waren nun etliche Parts. 5, 6, 7 Parts. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt dort aufgehalten haben. Ich müsste nachsehen, das tue ich jetzt aber nicht. Und wir werden jetzt beim nächsten Part, werden wir erstmal, klar, wir haben eine große Hauptquest gemacht, mit allen Leuten reden. Da nehme ich euch dann wieder mit, denn ich denke mir, jetzt gibt es ein paar Zusatzgespräche. Denn ihr könnt euch erinnern, irgendwann, sagte ich mal, bei Dorian kam, war da das Ding, wie geht's mit uns in der Zukunft weiter? Das müssten wir jetzt das Gespräch müsste noch vorhanden sein. Und ich glaube, Sierra dürfte jetzt auch noch ein bisschen was zu uns haben. Ja, wir schauen mal. Also wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir uns dann unseren Gefährten erstmal widmen. Und dann machen wir Nebenquest. Wie gesagt, wir haben noch 6 Drachen und wir haben noch eine Welt, die wir überhaupt noch nicht entdeckt haben. Also die wir überhaupt uns noch gar nicht angeschaut haben. Und die wollen wir uns natürlich auch ansehen. Wie gesagt, so die, was an Rissen ist, die Risse werde ich so offline machen. Da nehme ich euch dann nicht mehr mit. Bei den Drachen werdet ihr immer dabei sein. Ja, ich weiß doch, ihr wollt das sehen, wie ich sterbe. Ist mir schon klar, ich kenne euch doch schon mittlerweile. Aber wie dem auch sei, genug gelabert. Ich sage danke fürs Zuschauen, dass ihr bei mir wart. Eure Emre70. Bye, bye.